wach. Freunde, glaubt das nicht, glaubt das nicht. Das geht so rein, ich ist noch gar nicht wach. Doch, auch nur Freunde. Teil. Ja, teilwach. Also, ich sag mal so, untere Drittel vom Fuß bis zur Kniescheibe sind vielleicht schon wach. Ja, wir sind hier im schönen Harz. Ja. Und haben in so einem Hotel geschlafen mit, weiß ich nicht, wo hier waren bestimmt 50 Biker. Also, auch schönes Hotel, so ich sag mal so, so gut bürgerlich. 4 Sterne und aber sehr, sehr freundlich, sauber alles hier. Ihr seht, also ganz toll. Gestern haben wir schön draußen gesessen, haben so einen Biergarten hier. Jetzt haben wir gleich 10 Uhr, haben gefrühstückt. Sehr ruhig. Sehr ruhig. Eine ganze Nacht hier beide Fenster auf, hier ist ja nichts. Obwohl hier direkt hier so Häuser sind. Die Melli steht direkt da unten. Ich kann jetzt aber nicht dahin filmen. Geht nicht. Freunde, jetzt gehen wir gleich hier los und zwar zum Ponyhof. Ja. Na, Bibi und Mimi oder wie die heißen, ich weiß es noch nicht mehr. Ja, denn es gab früher mal eine Serie im Fernsehen. Bibi, ich habe ehrlich Kurzzeitgedächtnis. Ich habe nur Kurzzeitgedächtnis. Danach ist alles weg. Ja, Freunde, lasst euch überraschen. Wir lassen uns auch überraschen, was uns da so erwartet. Ne? Ich muss ihn noch abpudern. Freunde, wir machen uns gleich auf den Weg. Das wäre aber auch mit Vorsicht zu genießen. Nee, das ist ein Spiel, so ein Ping-Pong-Spiel, Blinkblink. Sind hier mit Vorsicht zu genießen. Erste Etage müssen wir mal sehen. Da ist auch schon alles runtergekommen. Der erste Etage ist, glaube ich, tabu für uns. Hier ist nochmal. Hier haben wir mal. Ja. Kleines Lager. Fettes Loch im Boden. Der ganze Boden ist überall durch. Leck mich am Arsch. Wie tiefe Löcher da drin sind. Da war so der Aufenthaltsraum, glaube ich, ne? Hier die Aufpassschließe ein bisschen durch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ne?
Alter Schwede, da komm ich vorsichtig. Nee. Alter. Ja, Freunde. Ja. Erste Lost Place kacke, zweite Lost Place. Bei jedem Schritt muss er Angst haben, dass er da durchknallt. Auch nicht wirklich, also das Ding ist ja durch. Wir bringen jetzt noch einen Klopper für euch. Das ist ja, gucken die Leute schon. Schönen guten Tag. Ja, was läuft der Doofkopf da mit der Kamera her und filmt sich selber, denken sie sich. Die wissen schon, wo wir gewesen sind. Auf jeden Fall. Alter, was können wir... Müssen wir mit 30 Tempo 30 schaffen. Wir dürfen nicht schneller als 30. Ach du Scheiße. Da muss ich mich aber richtig zügeln hier. Freunde, wir machen jetzt, weiter wir machen geht. Nicht schlapp, geht weiter, immer vorwärts, der Trick nach Süden. Ja. Läuft doch, siehste, wer weiß Bescheid. Ah, Freunde, bis gleich. Sind wir 700 Kilometer gefahren, um euch das alte Café zu zeigen hier. Hammergeil, voll in Schuss, schon lange leer. Jetzt geht er los, pass auf hier. 3, 4. Freunde, hier kann ich nur Licht anmachen. Pass auf, hier der Zoll. Guck mal, hier haben sie die Tür falsch und haben sie aus den Angeln gerissen. Hier gehen wir erstmal rein. Kann leider nicht. Hier kann ich Licht noch anmachen. Guck mal hier. Alte Colaflaschen. So, mal gucken, oder muss ich Licht ausmachen? Wann ist hier immer die abgelaufen? Kitzi, guck mal bitte. 4.4.2014. Krass, überlege ich mal, 2014. Seit 5 Jahren schon abgelaufen. Hammer. November 2014. Scheiße, könnt ihr leider kein Licht anmachen. Hammer. Alles noch da. Zip und zap, guckt euch das an. Hier können wir direkt noch eine Currywurst und eine Pommes machen. Da drüben sind Wohnhäuser. Guck mal hier. Ist das nicht krass? Hier sind Torten, das ist ein Tortenheber. Hammer. Aber hier, wenn du ein Schnäpschen trinken willst, hier, für kleine Schnäpschen zwischendurch. Hammerhart. Spülmaschine, ja. Ach, guck mal hier vorne. Der Boden geht, pass auf. Pass auf. Haben sie schon immer die Tabletts vorbereitet? Tablett. Däschen. Hier drauf. Kommt noch ein bisschen Sahne drauf. Wann sind die denn abgelaufen hier? 2015. Vor 4 Jahren sind die abgelaufen. Ich mag keinen Kühlschrank auf dem Lost Place. Aber was ist das, ein Teil? Ach du Scheiße, guck mal da, Freunde. Da ist schon noch ein Boden, da knallt schon. Sagt schon alles durch.
sind die Speisekarten drin. Deswegen müssen wir uns hier so ein bisschen bedeckt halten. Freunde, guckt euch das an. Was die Gäste kriegen. Kommt einer hier rüber, warte, ich muss mich mal hier schnell verstecken. Con una pasión tan fuerte.
Hast du den gesehen? Nee, da hinten, ganz hinten. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Wir haben schon mal mexikanisches Buffet. Ist eigentlich eine geile Sache. Ja, ist eigentlich Hammer. Super lecker. Aber die so hupen, Freund, das ist ein riesen mega Papagei. Die haben hier coole Tiere und so haben die hier. Papagei, Leguan und so alles. Er hat gesagt, das war auf mexikanisch Horrido. Los. Wir sind hier gewesen, hier sind wir rausgekommen. Komm hier, Kätzchen. Komm. Da. Hinter uns. In Spiegelschrift verkehrt. El Castillo. Ein mega, mega geiles Restaurant. Kätzchen kommt gar nicht mit. Siehst du, da kannst du nochmal durch das Fenster reingucken. Voll cool. Voll hammergeil. Ehrlich, also ist schon krass hier in der Stadt. Wir sind hier in, wo sind wir? In Falkenburg. In Falkenburg. Lecker gegessen jetzt hier. Kätzchen sitzt da unten. Guck mal, hier geht man da so schön. Kann man hier draußen aus so sitzen. So. Da ist auch noch da Burg da oben, da hinten. So. Ganz tolle Gassen hier, da hinten. Ja, ist keine Werbung, kein Produktplatzierung. Aber. Super lecker. Ja, super lecker. Super lecker. Mega Buffet. Kostet zwar eine Mark mehr, aber lohnt sich auf jeden Fall. War hammergeil. Ja. Richtige mexikanische Kuchen. Auch Kuchen. Ja, Kuchen, die haben süß, die haben ja alles da, ne? Aber ich mega, essen wollt, mega. Dann. Ja, dann müsst ihr hier in den Falkenberg, auf die Falkenburg und in ein mexikanisches Restaurant. Das kann man echt empfehlen. Also mega geil, mega geil. In diesem Sinne, Freunde, ne? Das war ein langer Tag jetzt hier. Horrido. Wir wünschen euch ein frohes Horrido. Ne? Hoffen, ihr habt Hunger gekriegt auf Mexikanisch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns später. Freunde, ne? Keine Werbung, keine Produktplatzierung. Sagen wir ja immer wieder. Ne? Wir bezahlen alles selber. Ja, Freunde, so sieht das aus. Muss ja mal in die Tasche kommen hier. Ja, schönen guten Abend. Freunde, wir sehen uns. Haut rein. Bis